Na! Heute kommt das nächste Erklärvideo. Und zwar zur abknickenden Vorfahrt. Einige sagen auch abbiegende Vorfahrt. Und dafür gibt es ein spezielles Sit. Graues Händchen, stecken mal das Sit rein. Nein, nicht so. Das sieht ja aus wie ein gruseliges Smiley. Dreh das mal. Genau, das steht nämlich nie auf Ecke, sondern immer richtig. Und der dicke Balken, der da so um die Ecke geht, nach rechts, der ist die Vorfahrtsstraße. Und die dünnen Balken, nach oben und nach links, das sind die Straßen, die keine Vorfahrt haben. Deswegen steht das immer zusammen mit einem Stoppschild oder Vorfahrt-Achtenschild bei der kleinen Straße und einem Vorfahrtsstraßenschild bei der großen. So, wir gucken uns mal eine Kreuzung an, okay? So, ich habe euch jetzt schon was vorbereitet. Schaut mal. Eine Kreuzung ist das so und ich habe die Linie, die auf der Straße bei einer abknickenden Vorfahrt immer eingezeichnet ist, so hingemalt. Da soll abgeknickt werden. So, wie geht das jetzt? Jetzt müssen wir einmal die erstmal die Schilder verteilen. Schaut mal, so sieht das hier aus. Der dicke Balken biegt nach rechts, schaut, die Vorfahrtstraße und die beiden kleinen sind da oben. Also so sieht die Kreuzung von hier aus. So, weil man auf der Vorfahrtstraße ist. Hat man ein Vorfahrtsfeld. So, jetzt schauen wir uns den anderen mit der Vorfahrt an. Der kommt hier von hier. Schaut, aus seiner Sicht sieht das so aus. Die biegt so ab. Auch da. Und auch er kriegt das Vorfahrtsfeld. So, gucken wir uns die beiden anderen an. Da ist das Feld dann entsprechend gedreht. Schaut so, mal, wenn man von hier kommt. So, dann ist man auf einer kleinen. Man kommt auf einem Schild immer von unten. Dann sieht das so aus. Und wenn man von oben kommt, dann sieht das so aus. So. Und die beiden, weil sie von der kleinen Seite kommen, von den schmalen Streifen, von der nicht vorfahrtstraße kriegen das Vorfahrt-8. So. Jetzt müssen wir noch die Fahrzeuge verteilen. Das Postfahrzeug kommt mal von hier. Du als Fahrradfahrer kommst von hier. Der Kleine hier. Kommt von da und der schwarze Wagen von da. So, und jetzt müssen wir noch klären, wer wohin fahren will. Also tun wir mal so, als wenn der Fahrradfahrer nach links fahren möchte und der Autofahrer nach rechts. Alle anderen fahren geradeaus. So, wer darf jetzt als erstes? Oh, hau, 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 ha. Also, Regel Nummer 1. Wer auf der Vorfahrtsstraße ist und bleibt, hat Vorfahrt. Der Fahrradfahrer, sagt mal, der ist auf der Vorfahrtsstraße und bleibt auch auf der Vorfahrtsstraße. Der darf als erstes fahren. Und das Auto ist auf der Vorfahrtsstraße und bleibt auch auf der Vorfahrtsstraße. Der darf auch als erstes fahren. Und da die eh keinen Unfall bauen, ja, deswegen können sie beide gleichzeitig fahren. Gut. Wenn die dann losgefahren sind, habe ich noch zwei Autos, die wären dann an der Reihe. Okay, wer auf der Vorfahrtsstraße ist und bleibt, ja. der fährt als erstes. So, jetzt ändern wir aber die Situation einmal. Wir lassen das schwarze Auto einmal geradeaus fahren. So, wie ist denn jetzt die Situation? Jetzt hat sie sich ein bisschen geändert. So, wer auf der Vorfahrtsstraße ist und bleibt, darf als erstes fahren. Der Fahrradfahrer fährt als erstes. Das Auto, das dunkle Auto, das ist auf der Vorfahrtsstraße, aber bleibt nicht und fährt runter. Der kommt dann als zweites. Und als drittes kommt der, der gar nicht erst auf der Vorfahrtsstraße ist. Und wie gesagt, wenn zwei nicht auf der Vorfahrtsstraße sind, dann gilt da rechts-vor-links. Tja, dann dürfte hier jetzt der Grüne als nächstes fahren. Als erstes das Fahrrad, das ist und bleibt auf der Vorfahrtstraße, dann das dunkle Auto und dann als nächstes rechts vor links der grüne und dann der gelbe. Ja. So ist das mit der abknickenden Vorfahrt. Aber warte, es sind ja nicht immer nur Kreuzungen, es gibt das auch als Einmündung. Ein Moment. So, das habe ich schon vorbereitet. Eine Einmündung, auch hier ist das wieder so. Schaut mal, die abknickende Vorfahrt geht so rum. Die geht nicht immer nach links, nur ne? hier jetzt nur mein Beispiel, wir können das auch drehen. Ach, lass uns das doch mal drehen. Genau, lass uns das mal so machen. Jetzt yes, ist die, ein, ein, die abknickende Vorfahrt ist jetzt so. Und da von oben, die haben dann keine Vorfahrt. Und schaut mal, das Filt hat sich geändert. Das passt nämlich meistens ziemlich genau zu der Kreuzung, die vor einem liegt. Auch hier sieht man wieder den dicken Balken, der, wenn man aufs Filt, dann kommt man von unten. Hier nach rechts hat man dicke Balkenvorfahrt und da oben, der Kleine, hat keine Vorfahrt. Jetzt kommt das Auto mal von da und der Fahrradfahrer von da. Das Auto möchte um die Ecke fahren. So, und der Fahrradfahrer möchte geradeaus. Wer fährt jetzt als erstes? Also wie war die Regel? Wer auf der Vorfahrtstraße ist und bleibt, darf als erstes.

Und wer nicht auf der Vorfahrtstraße ist, der fährt als Letztes. Und wenn bei einer Kreuzung zwei nicht auf der Vorfahrtstraße sind, dann gilt rechts vor links. Kompliziert, aber das kriegt Ihr Sohn hin. Viel Spaß. Tschüss.